Jetzt wollen wir mal ein Programm schreiben, um die Europium-Anomalie anzuschauen. Und dazu will ich erstmal kurz erklären, wie die Europium-Anomalie überhaupt berechnet wird. Und dazu haben wir ein Diagramm. Hier unten sind die seltenen Erden aufgetragen und hier sind die Konzentrationen normiert auf Ci. Normiert auf Ci und zwar in Massenverhältnissen sind es dann. Und auf der X-Achse sind die, wie gesagt, die ganzen seltenen Erden und uns interessieren jetzt für diese seltenen Erden nur Samarium, Europium und Gadolinium. Und wir haben dann, also das Ganze sieht vielleicht so aus und dann gibt es vielleicht einen, sagen wir mal, negative Europium-Anomalie und geht so weiter. Hier ist Samarium, hier ist Gadolinium, hier ist Europium. Und die Anomalie wird dann wie folgt berechnet. Ich vergrößere das mal so ein klein bisschen. Hier wird interpoliert. Und dann berechnet man einen Europium-Sternwert. Und den berechnet man aus Samarium, aus der Konzentration, also Samarium, plus Gadolinium durch 2. Und das ist Europium-Stern. Ja, das wäre so der hypothetische Wert, wo man Europium erwarten würde. Und dann teilt man einfach Europium, also diese Konzentration hier, durch Europium-Stern, also diese Konzentration hier. Und das ist dann die Anomalie. Und wenn das Ganze hier, also wenn Europium, schreibe ich mal noch kurz da drüben hin vielleicht, wenn jetzt Europium durch Europium-Stern größer ist als 1, wäre es eine positive Anomalie. Und wenn Europium durch Europium-Stern kleiner ist als 1, wäre es eine negative Anomalie. Das heißt, das hier wäre eine negative Europium-Anomalie. Und so geht das. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir jetzt diese Europium-Anomalie für einen kompletten Datensatz oder eine komplette Datenbank systematisch einfach berechnen können. Und dann wollen wir es mal machen. Und dazu importieren wir erstmal Pandas und Matplotlib, damit das Ganze nachher auch ein bisschen grafisch darstellen können. Außerdem, das sollte ich mal ausführen, außerdem lesen wir dann noch eine Datenbank ein, in dem Fall West African Craton. Da können wir natürlich nachher jedes andere nehmen, was wir wollen, sogar was Interaktives machen, sodass man es sich entsprechend auswählen kann. Also lade ich auch mal rein. Dann wollen wir als erstes natürlich uns, oder müssen wir als erstes die seltenen Erdelemente auswählen aus dieser Datenbank hier. Und das mache ich dann wie folgt. Ich definiere zuerst eine Variable, die soll heißen Samarium, Europium, Gadolinium, Data. Und dann verwende ich dann die Location-Methode, um die Daten rauszuholen. Ich möchte immer die gesamten Spalten haben. Deshalb mache ich als erstes Argument den Doppelpunkt rein. Das heißt, die gesamte Spalte wird geladen, weil hier kein Range angegeben ist, wie von 2 bis 5. Sonst würden von 2 bis 5 nur die Datensätze kommen und hiermit alle Datensätze. Und danach eine Liste, in der ich sage, welche Spalten ich möchte. Und das ist ja Samarium, Europium und Gadolinium. Und dann schaue ich mir das hier als erstes mal an. Und das sieht schon sehr gut aus. Hier sind die gesamten Daten drin. Ich will Samarium, Europium, Gadolinium, um dann die Europium-Anomalie zu berechnen. Jetzt gibt es ja aber auch einige, wo keine Daten drin sind, keine Werte. Und dafür benutze ich dann diesen Drop NA, also diese Methode, mit der die Zellen, die keine Werte haben, gelöscht werden. Und zwar möchte ich das in den Zeilen haben, deshalb schreibe ich hier hin 0, sonst wäre es 1, dann würde nicht in den Zeilen geguckt, sondern in den Spalten. Und dann, wenn alle keinen Wert haben, dann schaue ich mir das Ganze mal an, führe das mal aus. So, und tatsächlich haben wir jetzt nur noch die Datensätze übrig, die Zeilen übrig, in denen immer auch Werte drinstehen. Und jetzt möchte ich das Ganze normieren auf Ci-Konzentrationen und deshalb brauche ich noch eine andere Liste mit Ci, Samarium, Europium, Gadolinium und die definiere ich jetzt hier mal als, wird gleich klar warum, 2, 1, 3. So, was jetzt passiert ist, wenn ich das Ganze hier, also im Grunde genommen das, was hier ist, ich mache es ein bisschen größer, durch diese Liste hier teile, durch die Ci, Samarium, Europium, Gadolinium, dann wird die erste Spalte durch den ersten Wert geteilt, die zweite Spalte durch den zweiten, die dritte durch den dritten Wert.
Und deshalb habe ich hier mal so Fake-Werte genommen, um mal zu schauen, ob das wirklich stimmt. Ist ja immer mal nicht schlecht, wenn man die Sachen auch überprüft und nicht blind irgendwas rechnet und nachher funktioniert der Befehl anders und man kriegt ein falsches Ergebnis raus. Das heißt, wenn ich die erste Spalte durch 2 teile, müsste hier was rauskommen wie 0,11, 0,13. Zweite Spalte durch 1, dann bleibt genau das stehen. Dritte Spalte durch 3, dann müsste hier sowas rauskommen wie 0,17, 0,14 oder sonst irgendwas. Also 11, 13, das bleibt gleich, 17, 14. Dann führe ich das aus und dann kommt es auch raus. 11, 13, das wie eben und 17, 14. Wunderbar. Also das funktioniert so, dann können wir hier die echten Werte einsetzen. Das ist für Samarium 0,15, für Europium ist es 0,057 und für Gadolinium ist es 0,2. Das sind die CI-Konzentrationen dieser drei Elemente. Führe ich das aus und dann bekomme ich hier das Ergebnis. Das sind jetzt die normierten, auf CI normierten Werte dieser drei seltenen Erden vom West African Craton. Und zwar nur von denen, wo auch diese Werte vorhanden sind. Das haben wir mit dieser Drop-Not-A-Number-Methode ausgeschlossen. Wunderbar. Dann wollen wir im nächsten Schritt jetzt die Europium-Anomalie berechnen. Und da gehe ich nochmal kurz zurück. Die Europium-Anomalie war, man nimmt Samarium plus Gadolinium, teilt es durch 2, das ist die Europium-Stern dann, und dann macht man Europium durch diesen Europium-Stern. Und das möchte ich jetzt mal beispielhaft an diesem Datensatz hier machen, der ersten Zeile, die hat den Index 0. Das heißt, ich extrahiere jetzt erstmal diese erste Zeile mit dem Index 0 und das mache ich über df und dann den iLocation, IntegerLocation Befehl. Und dann schreibe ich hier hin, Index 0, das wäre dann die erste Zeile. Führe ich mal aus. Und jetzt habe ich irgendwas hier vergessen. Achso, ich will natürlich das hier haben. Nicht für den Data Frame, sondern nur für das, was ich hier ausgewählt habe. Und dann bekomme ich hier die erste Zeile. Ich kann auch mal die 22. nehmen. Vielleicht ist das sogar ein bisschen einsichtig. Oder die 23. wäre das. Mit Index 22. Dann sieht man es direkt. Und dann hat man hier diese drei Werte. Wunderbar. Jetzt möchte ich diese Werte als Liste haben. Dann kann ich das da noch leichter extrahieren. Schreibe ich hier mal hin to List. Also gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten zu machen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Und dann habe ich jetzt diese drei Werte hier nochmal. Kann ich schön sehen. Und dann möchte ich jetzt ja diesen Wert plus diesen durch 2. Dann mache ich das mal. Die Liste nenne ich jetzt mal L für List. Besonders einfallsreich, reicht aber. Für den Moment hier in jedem Fall. Und dann möchte ich von der Liste den ersten, das wäre 0, plus den dritten, das wäre 2. Also aus der Liste den 0 plus L2 und das Ganze geteilt durch 2. Und dann hätte ich die Europium-Anomalie. Dann hätte ich den Europium-Star, nenne ich das Ganze mal. Das wäre hier Europium-Star. Kann ich mal machen. Und das wäre hier dann Europium-Star. Und jetzt ist ja Europium durch Europium-Star ergibt die Anomalie. So, Europium ist jetzt das mittlere. Das wäre L1. Also Europium ist gleich L1. Kann ich mal kurz ausführen, dann sieht man auch, dass es stimmt. L1 ist das hier. Und Europium Star war das andere. Man sieht auch, die Werte sind nah beieinander. Das würde man ja auch ungefähr erwarten. Und dann ist die Europium-Anomalie. Europium ist gleich Europium geteilt durch Europium Stern. Und dann habe ich hier die Anomalie mit 0,9867. Also 2% Abweichung, negativ. Wenn es jetzt eine positive Anomalie wäre, würde hier irgendwie 1, irgendwas stehen. Jetzt möchte ich aber gerne die prozentuale Abweichung haben. Die ist ja hier sowas wie ungefähr 1,3% oder sowas. Und um die zu erreichen, mache ich von der Europium-Anomalie, ziehe ich dann noch 1 ab. Ja, was ich dann rausbekomme, ist die Differenz hier. Das wären dann 0,13 oder sowas. Minus 0,13 natürlich. Und dann multipliziere ich das Ganze noch mal 100 und erhalte darüber die Prozentabweichung. Ja, dann hat man hier eine Abweichung von minus 1,3%. Die negative Anomalie von minus
1,3%. Prima. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt auch, ich kann es so stehen lassen, ist ein bisschen übersichtlicher, oder ich kann auch das hier, könnte ich auch hier rein kopieren, und das hier könnte ich auch hier rein kopieren, da müsste ich noch eine Klammer drum machen, ja, da müsste ich eine Klammer drum und dann das Ganze hier rein, kann ich das Ganze hier auch wegmachen, da wäre es ein bisschen kompakter, das ist, wie man es gerne möchte und wie übersichtlich das Ganze sein soll. Aber das hier ist dann eine Möglichkeit und hat hier jetzt die Anomalie. So, jetzt wollen wir natürlich diese Anomalie für alle, für die gesamte Liste haben, nicht nur für das 23. Element hier. Und dafür nehmen wir am einfachsten natürlich eine Vorschleife. Das heißt, vor n in und dann diese Liste hier in, nicht diese Liste, sondern das soll der Index sein. Wir wollen jetzt hier, dass hier mal von 0 bis 22 alle Werte stehen. Das heißt, wir brauchen hier eine Liste von Zahlen. Deshalb benutzen wir hier Range. Und dann soll hier drin stehen 22. Und dann steht hier n. Und dann brauchen wir hier noch einen Doppelpunkt und das Ganze einrücken. Und jetzt wird das Ganze ausgeführt. Und dann wollen wir eine Liste mit Anomalien haben. Das heißt, wir wollen eine Results-Liste. Das schreibe ich mir hin, Results. Wir haben hier eine leere Liste. Und das hier ist die Europium-Anomalie. Und die soll jetzt diese Results-Liste angefügt werden, beziehungsweise reingeschrieben werden, also Result, Punkt, dann die Append-Methode. Und da kommt jetzt diese Europium-Anomalie rein. Und wenn ich dann mir die ausgeben lasse, das ist natürlich keine eckige Klammer hier, sondern eine runde Klammer. Und dann habe ich hier diese Europium-Anomalie. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich auch hingehen, kann was hinschreiben, vielleicht wie round. Und dann kriege ich die ein bisschen in vernünftigen Zahlen. Da sehen wir schon, wie das Ganze hier aussieht. Es fehlt noch eine kleine Sache hier. Jetzt wissen wir, dass der Index bis 22 geht. Das wollen wir aber automatisch rausfinden. Und das finden wir dadurch raus, indem wir, ich mache es mal vielleicht hier oben gerade hin. Ja, hier waren wir, Range. Und wenn wir hier hinschreiben, Length, Len ist dafür der Befehl von dieser Liste, damit kommen wir die Länge raus, die ist 23. Und dann können wir hinschreiben, statt Range, und dann schreiben wir hier 22 rein, machen wir das Ganze, und das Ganze ist ja dann so. Und jetzt bekommen wir hier eine Liste von 0 bis 22 dafür raus. Dann führen wir das aus, und dann haben wir hier wieder das gleiche Ergebnis. Wunderbar. Und auf diese Weise, weil das ist der Vorteil, da müssen wir nicht wissen, wie lang diese Liste ist. Das heißt, wenn wir hier oben etwas anderes reinschreiben, beispielsweise Tanzania, Creighton Archean, führen das aus, kriegen wir das, machen das hier. Dann bekommen wir eine Liste und jetzt sehe ich gerade, hier ist auch eine Liste mit Not a Number. Ich habe mich gar nicht ganz sicher, man muss hier aufpassen. Hier steht, die Zeile wird nur dann gelöscht, wenn alle keine Zahl sind. Das ist hier nicht der Fall. Hier hat man in Samarium noch eine Zahl, deshalb wird es mit aufgenommen. Das macht dann Sinn, wenn man nur dann löschen will, wenn wirklich gar nichts drinsteht. Aber wenn ein bisschen was drinsteht, wenn man zum Beispiel die seltenen Erden nur darstellen will und es stehen ein paar Punkte drin, dann möchte man die ja, in einem Datensatz möchte man den Datensatz ja durchaus auch darstellen. Und deshalb setzt man das hier hinten auf All. Das heißt, wird nur dann gelöscht, wenn wirklich nichts drinsteht und das keinen Sinn macht. Wenn man aber möchte, wie jetzt der Fall ist, dass es gelöscht wird, wenn nur eins davon keine Zahl ist, dann lässt man es hier hinten einfach weg. Mache ich das raus und dann sollte es auch jetzt kommen nur die Datensätze, wo wirklich alle drei Elemente auch einen Wert enthalten. Und dann gucken wir, wie lang das Ganze ist. Das ist hier 206 dann. Und dann können wir das hier ausführen und dann kriegen wir hier die seltenen Erdelemente für den Tanzania Crater. Ja, und das ist natürlich sehr schick, weil jetzt haben wir hier ein kleines Programm geschrieben, das hier auch dem Modul zufügen können, ein Modul reinschreiben können, um
von jeglichem Datensatz, den wir haben, schnell die Europium-Anomalie zu bekommen. Und zum Schluss können wir das Ganze dann noch, wir wollen plotten. Also die Werte stehen jetzt hier in dieser Variable Result drin und dann schreiben wir einfach nur hin. Plot Result, dann haben wir einen kleinen Überblick und so sieht das Ganze dann aus. Also jetzt für den Tansania Craton, ja, sieht es vielleicht so aus, als wären die meisten, also gibt es mal eine starke negative Anomalie. Es gibt hier noch ein paar negative Anomalien, da können wir jetzt natürlich in die Details gehen, sind es unterschiedliche Lokalitäten, ist das vielleicht eine Lokalität, das hier vielleicht eine andere, das hier scheint noch eine andere zu sein. Und so kann man dann das Ganze ein bisschen analysieren. Ist es nicht nötig, das Ganze jetzt in verschiedenen Zellen zu haben, sondern man kann, wenn man das Ganze dann einmal hat, auch locker hingehen und das hier nehmen und hier rein kopieren und ein bisschen zusammenfügen. Und das Ganze hier genauso, das da unten braucht man im Zweifel gar nicht. Nur mal, um zu sehen, wie kompakt das Ganze dann aussehen kann. Und dann noch den Plot, falls der irgendwie wichtig ist. So, und das war's dann. Dann hat man hier ein sehr kompaktes Programm, mit dem man das sehr schnell darstellen kann. Und wie gesagt, mit Interact könnte man das Ganze relativ flexibel machen. Man kann hier relativ leicht einen Befehl draus machen. In den Befehl geht dann nicht viel mehr rein als die Daten, diese Daten hier, um dann für viele verschiedene Datenbanken hier diese Anomalie auszurechnen.